Willkommen zurück zu Let's Play Story Event Steilpunkt 5, Kurs, Vocation of Kurs Streams. Noch einen Stern hier in diesem, naja, 2D-Level, Wacky Workbench. Haben wir noch zu sammeln? Ach du Scheiße. Nein! Oh Mann, ey. Mann, ey. Könnt ihr euch ein bisschen beeilen? Ach du liebe Zeit. Okay. Respekt, das ist schon mal ein gewisser Anspruch. Aber nicht unmöglich. Ach du Scheiße. Boah. Das ist nicht ohne. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Bewegst du dich jetzt einmal, du fettes Ding hier? Danke. Ui, also, hat was. Aber ich mag auch das. Okay, das war dämlich. Ah. Okay. Eigentlich. Das hier ist das eigentlich das allerkomplizierteste. Das. Ja, genau. Hoppala. War's das schon wieder? Hoppala. Nicht übers Ziel hinausschießen. Okay, wir haben es heute. Ich bin zufrieden. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dann, nee, Spaß. Wir müssen jetzt, glaube ich, hoffe ich, noch hier runter. Ja, genau. Am besten in die Röhre. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass wir hier in diesem Level, nachdem wir im anderen D4, wow, alles haben, auch mal einen Stern mehr machen können. Und vor allem ins nächste Level gehen können. Das hier war ja jetzt notwendig. Anders hätten wir da gar nicht hingedopft. Aber ich muss sagen, Gradius hat es richtig gut gemacht und den Mist hier oben da ziemlich gut versteckt dahinter. Das finde ich geil. Es ist echt, man kann es sehen, aber es ist nicht echt sehr auffällig. Sehr unauffällig, Kurs 5. Naja, ich will jetzt dann nicht, nein. Ich habe ehrlich gesagt eigentlich andere Sachen anvisiert. Erstmal schauen, wo wir hin müssen. Plus 12 plus Fragezeichen. Ja. Oh. Ah, schnallig. Ja komm, nicht auf dem Geländer rum. Ambeln. So, wo war denn etwas so? Ja, genau, so. Wo, nee, ich mein's ernst. Wo war denn, wo worden da Benglasua Dingsi da? Ading. Ja, Ading. Was ist ein Ading? Ich brauche da irgendwo was, wo ich Akappen brauche. Also ich möchte wohin, wo ich Akappen brauche. Also. Was ist das, was ich nenne? Jo, da brauchen wir Betelkebe, die haben wir ähnlich. Oh fuck. Au. Ja, hier brauche ich Metallkap. Wo finde ich die denn? Just a heads up, but use lucky to cam and move it outside to have a good setup when you enter. Just warning you, since you can exit out of that green glass and you don't want to do that too early, do you? Ah.
Ich komme ja nur in eine Richtung hier raus. Ui. Was ist denn da hinten? Da will ich hin. Ah! Da habe ich auch die Metall. Darf ich das auch noch schnell genug machen, ne? Und wundert euch nicht, dass Mario sie so glitchy Sachen macht. Das liegt einfach wirklich einzig und allein. Wow. Dass Mario hier so glitchy ist. Nein, nein. Was zum Teufel sollte das jetzt? Ach ne, kommt Leute, das ist echt nicht fair. Das ist echt nicht schön, das ist nicht fair, das ist kack, gar nichts. Ich meine, ja, es ist hier nicht schwer. Also dass Mario so glitchy Sachen macht, liegt eigentlich... Oh, es geht doch. Liegt eigentlich ausschließlich daran, dass man hier den Trick angewandt hat. Ja, und naja, Flächen nur von einer Seite texturiert hat. Naja, und von der Collision her ist es halt ein bisschen glitschig, aber es funktioniert. Also das war jetzt das da. Basement Hint 1 and 2 finden wir noch nicht. 1 und 2. Also Kellerhinweis 1 und 2 können wir ignorieren. Ich hätte aber eine Idee, was wir machen könnten. Es gibt doch hier in Kurs 3. Gibt es einen Weg zu dieser Cavern Slide, zu dieser Rutsche, wo wir mal waren? Warte, stopp. Hä? Ah ja. Hier müsste es irgendwo in diesem Level eine, sagt's Leute, eine Kappe geben. Eine Tarnkappe, eine blaue Kappe, weil, warum? Da unten ist sie. Die habe ich gesucht. Tatsächlich habe ich die gesucht und gefunden. Ja, das war schon mal nichts. Warum will ich die? Hat aber Gründe. Der Grund erschließt sich eigentlich mit dieser Kappe. Kommen wir nämlich ins nächste, also erst zum letzten Stern von Cavern oder wie das Ding hast. Da unten hier. Hier rein. Ich hoffe, ich komme jetzt hier. Bei dieser Rutsche. Woraus? Wir schauen uns mal kurz um, um rauszufinden, wo wir sind. Also sind sie wieder in der Rutsche und wir sind hier in diesem abgeschotteten Bereich. Und da gibt es einen Stern. Ups. Naja, also dass ich da jetzt für 121 Sterne brauche, habe ich jetzt nicht gedacht. Oh. Hier. Doch, es gibt einen Stern. Okay. Jetzt bin ich oben drauf. Was bringt mir das jetzt? Oh. Ah, ich könnte hier Rinder. Ja, da will ich Rinder. Ehrlich gesagt will ich da wirklich Rinder. Und Rinder da. Versuchen wir es mal. Wow. Hilfe? Hä? Das ist aber schon nicht gerade ohne für einen nicht so ganz so erfahrenen Spieler. Komm ich hier eigentlich noch? Ich komme hier noch weiter rauf. Aber das tut weh. Ah! Ich bin ein bisschen adept. Was zum Teufel? Was zum Teufel?
Danke, bitte einfach festhalten. Oh. Was zum Teufel ist das denn? Ja, also, Leute. Ja, genau, verfolgt mich halt wirklich alle. Irgendwie will ich hier raus. Boah, so geht's auch. Gut, haben wir wieder was erreicht? Jetzt haben wir den auch komplett. Ich muss mal gucken, ob ich tatsächlich, ob ich es machen kann, ob ich auf eine Szene, dann ob ich ein Bild zum Beispiel oder ein Fenster oder generell irgendwas, irgendwas zum Aufnehmen halt, auch während der Aufnahme mit einem Hotkey. Doch, kann ich, glaube ich. Lasst mich mal ganz kurz was probieren. So, ich habe es geschafft. Ist tatsächlich möglich, was ich will. Und zwar, macht euch mal, schaut mal unten links in die Ecke. Ah, doch, ihr seht's. Hier seht ihr's. Ich weiß nicht, wie gut es sehen könnt. Das ist immer so eine Geschichte. Ich habe auch den Hintergrund mal entfernt. Solltet ihr es nicht gut sehen können, ich muss es mal in der Aufnahme anschauen, dann mache ich auch den Chroma, den Color Key hier wieder raus. Also das ist auf jeden Fall mein aktueller Stand und Fortschritt, dass ihr mal Bescheid wisst. Ich werde mich auch bemühen, den ab und zu mal einzublenden. Ah, jetzt könnt ihr den natürlich sehen, ne? Also, dass ihr wisst, was uns fehlt und was uns nicht mehr fehlt. Ich mache das auch jetzt gleich wieder aus. Weil ich glaube nicht, dass das sehr interessant ist für dauerhaft an. Es sei denn, ihr möchtet es. Ich glaube aber nicht, weil das stört das Spiel. Das stört das Bild. Wobei, ich muss mal nachschauen, wenn das an ist. Wie weit ist denn das oben? Wie weit würde das mit den Münzen überlappen? Ich glaube, das wäre sogar möglich. Dann könnte ich das oben in das Eck quetschen. Aber das ist... Nee, nee, Leute. Nee, Leute. Echt nicht. Schauen wir mal. Also es sei denn, ihr wollt es einheitlich, aber naja, also ich meine, ihr entscheidet euch einheitlich, ja, wir wollen es, aber ich glaube nicht, weil ich glaube es einfach nicht. Ich könnte es nicht glauben. So, hier ist doch keine von diesen Türen. Ja. Nein. Das macht keinen Sinn. Warum macht man das? Was zum Teufel? Da ist doch irgendwas! Wie kommt man da zum Teufel? Ja, genau. Aber da war ich doch schon. Ach, es ist doch da. Nee, hier kommt es zu Kurs 5. Hier kommt man meines Erachtens nach Kurs 5. In die Mine. Ja schon, aber ich hätte gerne ein paar Sterne hier noch. Also. Wappala. Sterne halt. Noch Sterne. Basement Hint. Ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Ich muss ehrlich sein. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt gerade wissen mag, weil... Dazu müsste ich wieder viel lesen, schätze ich. Wo käme denn mit der... Da war ich ja noch... Da, ich war ja immer noch da. Wo käme denn man hin? Wo käme denn man hin mit der lieben... Ja, da, nein. Kurs 5. Gibt's noch irgendwo ein Gitter? Habe ich noch irgendwo ein Gitter übersehen, vergessen oder was auch immer? Oh Gott, ich brauche was zu naschen. Das haben wir ja schon. Da war man hier bei den Hübschen. Kann man da eigentlich noch weiter lauf?
Nö. Da ist die Krabbe. Die, mit der komme ich dann da irgendwo rein. Da unten, aber... Aber... Was ist denn das? Was ist mit dem Stern da los? Was ist mit dem Stern los, hä? Was ist mit dem los? Ja, was haben sie denn mitgemacht, hä? Mit dem Stern! Ja, ja. Also gut, ich, ja. Da komme ich auch wieder nur dahin. Auf die andere Seite. Da. 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 Ne, Kurs 12. Och, Menü. Ach, Menü. Ach, Menüle. Ach, Menüle. Okay. Und wenn ich irgendwas vom Keller will, dann vielleicht soll ich mal in den Keller gehen. Hier, da war doch was. Hallo, ihr Lieben. Bin wieder da. Okay, was? Also, wenn du das aufhörst, ne, da er jetzt hat. Also, hier war ja nichts, da waren ja nur die paar Schwätzigen da, die haben geplaudert. Ein bisschen planlos bin ich jetzt gerade. Ich weiß nicht, soll ich mir das Geschmatz für die Bomben noch einmal anhören oder ist das jetzt dann doch zu viel? Ja, das hätte ich jetzt nicht machen sollen, aber egal. Ich meine, wir waren ja auch schon da unten. Da unten. Und da hat man ja das Problem da, ne? Das war jetzt nicht ganz so gut. Da komme ich auch nicht rauf. About falling water. The palm tree shows the way. Also in dem Raum, in dem ich war. Now go and solve the mysteries. Also, ich hatte schon der eine da. Nein. Geh mal auf. Nauf, Meister, Mauf, Meister, geh auf. Gut. So, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar war da auf einer Wand, auf einem Dings hier. Da war was. Ha. Die Palme zeigen den Weg. Die Palmen zeigen den Weg. A room with falling water. Ich bin in einem Room mit falling water. Nein.
Also im Ernst jetzt? Ich bin ein bisschen fragewürdig, Frage-Dingsi-Bumsi. Wo ist denn die Metall... die wenn ich Cap da. Da. Weil ich habe eine Idee. Dieses Gesicht da, irgendwas muss es bedeuten. Aber was bedeutet's? Was bedeutet's? Die Palmen zeigen den Weg. Wenn man nicht weiter weiß und durch die Wände guckt. Okay. Boah, dann war's das hier in dem Level. Nein, in dem Raum. Gibt es einen anderen Raum mit Falling Water? Na, also eigentlich ja nicht. Ich meine, hier haben wir überall ein bisschen Wasser angezeichnet. Es ist schon jetzt so ein wenig ein Mysterium, ne? Da waren wir schon mit Falling Water. Hey Leute, es ist voll richtig grausam. Ach Gott, jetzt du mal meinen Kopf nicht so drücken oben. Au. Ja, du liegst da auf meinem Kopf drauf. So, einen Raum mit Falling Water. Wo ist denn hier der Hinweis? Da unten, da unten. Ich lese mir den Bob-Ob jetzt nochmal durch. Also dem sei Geschmatz. Dem zeig Schmatz. Lese ich noch einmal durch. Look at all these old books. This place is a true treasure cover. Hey, look at it. Blah blah. This text says that in the case of breaking the seal, you will find a star in the middle of an octagon. Was auch immer Octagon ist. We gotta find the octagon. But how? How, Mario? How? The other one tells about a room of falling water. The palm tree shows the way. Now go and solve the mysteries. Okay, das ist Hint 1, Hint 1 und 2. Ja, der Rest ist jetzt wurscht, aber Hint 1 und 2. Das sind die fehlenden zwei Sterne, die man, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die fehlenden zwei Sterne, die wir hier noch holen können und die ich gerne holen möchte, weil ich möchte die Mysteries lösen. Also geht hinfort, schalte dieses Video ab und schalte es nächstes Mal wieder ein, dann finden wir die beiden Mysterien. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.